ab 280 hat er 984 Newton, jetzt hat er wieder mehr. Alter, das ist ja total krass. Also so, das Gehirn kommt nicht mit, ganz ehrlich. Jetzt geht alles um die Rakete. Genau, Brabus Rocket, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe 900 PS, Sven. 900 PS, ja. Ja, ich sag mal jetzt hier auch wirklich ein Umbau, der, ja, man sieht, es ist wirklich ein Masterpiece-Automobil, also wirklich ein Meisterstück, was wir hier zeigen. Gibt es nur 10 Stück von? Ja, also warum nur 10, sag mal? Naja, Nummer eins, wir wollen immer besondere Autos bauen, wir wollen, dass sie besonders bleiben und wollen keinen Massenartikel daraus machen. Und wollen auch den Kunden das Gefühl geben, was Besonderes zu besitzen, und nicht jeder kann es kaufen. Ja, das ist sicherlich auch einer der Gründe. Zum Schluss wollen wir aber auch natürlich, gerade so ein Preissegment darf man natürlich auch nicht vergessen, wir reden hier bei einem Auto jenseits der 500.000 Euro. Das wollte ich gerade fragen, 500.000? Ja gut, inklusive der Mehrwertsteuer dann. Inklusive schon? Ja, inklusive Mehrwertsteuer. Na, dann geht's ja. Na gut, aber viele Autos werden auch ins Ausland verkauft, aber wir haben auch deutsche Kunden, die sowas kaufen. Ja, hier ist aber besonders halt wirklich die Karosserie. Also er ist deutlich breiter als der Serien-GT4-Türer von AMG. Jetzt pass auf, jetzt haben wir hinten, sehen wir, dass da was dran geklebt ist, sage ich jetzt mal böse. Naja, also dran geklebt ist es nicht nur einfach, sondern das ist wirklich aus, das sind alles Prepack-Carbon-Teile. Aber vorne, das ist ja ein Teil hier. Ja, also das ist ein kompletter Kotflügel, der aus Prepack-Carbon gefertigt wird, wie auch die ganze Frontschürze, wie auch alle anderen Anbauteile. Also alles, was du hier siehst, was am Auto verändert ist, ist aus Kohlefaser gemacht, ja, und ist jetzt hier in dem Fall partiell lackiert. Man sieht es ja an ein paar Stellen am Frontspoiler, wo man die Carbonstruktur auch sieht. Genau. Ja, wenn man zum Beispiel hier vorne mal die Spoiler-Ecke sich anschaut. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie bei meinem M2 hier vorne. Das ist so ein bisschen ähnlich. Na ja gut, wir haben es natürlich auch im Windkanal entwickelt. Das sind natürlich auch sehr aufwendige Teile, die natürlich auch sehr viel Erfahrung nehmen. Also die ganzen Übergänge im Carbon-Bereich und so, dass das alles nachher sauber ist, dass das nachher sauber passt. Ja, und dann ist das Auto deutlich breiter als die Serie. Ja, wir haben in dem Fall eine Radreifenkombination 21-22 Zoll. Ja. Ja, also 21 an der Vorderachse, 22 an der Hinterachse. Deutlich größere Kühlungsöffnungen, um die besser anzuströmen. Ja. Und vor allem, dem Motor mehr Luft zu geben, haben wir den Kühlergrill auch komplett geändert mit diesen Carbon-Einlässen. Ja. Das bringt natürlich deutlich mehr Luft auch dann für den Motor. Und Motor hier in dem Fall ist wirklich eine klassische Hubraumerhöhung. Ja, also von 4 auf 4,5 Liter. Rollt ganz normal. Fährt ganz normal, hat aber wie gesagt nicht 4, sondern 4,5 Liter und nicht 639 PS, sondern 900. 900. Was so krass ist, ist das Lenkrad und diese Leisten hier, ne? Die sind alle angepasst, die sind alle lackiert, auch das hier oben, das ist ja normalerweise alles chromglänzend. Hier die Sitzverstellung. Sitzheizung, Sitzbelüftung, diese ganzen Knöpfe hier, Fensterheber und so weiter, die sind alle lackiert. Und das hier alles. Und das muss man alles auseinanderbauen. Alleine dieses Feld hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile. 7 Teile. Du musst das Lenkrad auseinanderbauen, dann hast du diesen Kranz. Und dann hast du auf jeder Seite 7 Teile, die alle einzeln lackiert werden. Was das für eine Fummelei ist, auseinanderzubauen erstmal und dann wieder zusammenzubauen. Ist wirklich krass. Also diese ganzen kleinen Teile, die normalerweise so in Chrom gehalten sind bei Mercedes, die sind jetzt hier, so wie der Kunde sich das gewünscht hat, beziehungsweise so wie der Sven das angesagt hat, weil es ist ja Svens Auto, so sind die lackiert. Also der kostet jetzt 500k, wie man so schön sagt, zu Neudeutsch. Ich finde ganz ehrlich, dass das Auto, wenn du den von außen so siehst, dann sieht er so ein bisschen eckig aus, so ein bisschen nicht unförmig, aber er sieht so ein bisschen unfahrbar aus, als wenn er nicht gut um die Kurve fahren würde. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass das sehr wohl der Fall ist.
U-Turn, da schleift nichts. Ah, bitte auf, ey, wir wollen das einmal von innen sehen, das Gerät. Hast du den Schlüssel überhaupt? Ich habe leider etwas viele Schlüssel heute in der Tasche. Ich habe auch ein paar Schlüssel. Ich kann aber nur Mercedes-Schlüssel bieten, aber ich glaube, ich habe den richtigen schon hier. Sehr gut. Farbe ist auch mega, wie heißt die? Ja, das jetzt hier in dem Fall Stealth Grey ist eine Farbe, die wir uns extra anmischen lassen. Also es ist eine Farbe, die wir uns extra entwickelt haben. Ja, ich sag mal, dieses Fighter, ne? Ich meine, das ist ja das, was man hier sieht, ist ja wirklich ein sehr, sehr sportliches Auto, dass das noch so ein bisschen unterstützt wird. Und bislang, ja, die Autos entweder schwarz, glänzend, im Stealth Grey. Und wir haben jetzt gerade auch einen in der Produktion, wo der Kunde den in schwarz-matt haben möchte. Ist das hier die Leistungskurve? Die geht steil nach oben. Die geht steil nach oben. Die geht steil nach oben. Und wie gesagt, wichtig hier, Hubraumerhöhung von 4 auf 4,5 Liter, auch wenn es erstmal nicht so viel erscheint, aber das bringt dann zum Schluss auch die Möglichkeit, die letzten 100 PS, die wir dann im Vergleich zu dem 4 Liter da rausholen, dann auch überhaupt zu schaffen. Ja, also komplett hier auch wieder in Carbon, die Motorverkleidung. Und man sieht es hier auch ganz schön auf der anderen Seite. Kannst, wenn du da hier mal reinschaust, da siehst du auch den Kevlar-Innenkotflügel. Also wir haben die uns Innenkotflügel sind aus Kevlar? Genau. Warum? Na, Nummer eins, weil wir einen neuen Innenkotflügel wegen der Verbreitung brauchen. Nummer zwei, weil Kevlar natürlich schön ist. Also wenn, man muss ja nicht immer alles auf den ersten Blick auch sehen. Wir sind natürlich auch ein Freund vom Understatement, dass man sagt, auch das, was hinter der Fassade steckt, muss gut aussehen. Und in dem Fall ist das hier so. Und dann bist du ja schon gar nicht so weit weg hier in dem Fall. Unser Aero-Disc, die wir auf unserer Monoblock Z hier haben, bringt auch nochmal aerodynamische Vorteile und hat trotzdem noch den Vorteil, dass wir hier eine ordentliche Bremsenkühlung hinbekommen. Ja, also auch wenn du da hinten reinfasst, das kannst du jetzt nicht sehen, aber da ist auch ein Träger drin, der genau dann das Thema, die Luft richtig ableitet. Ja, also die dann nicht einfach nur, dass wir hier so eine dünne Scheibe haben, sondern die Luft richtig ableitet Richtung Bremse. War auch eine sehr, sehr lange Entwicklung, weil ein Aluminiumrad mit einem Carbonteil zu verbinden, ist immer auch eine große Herausforderung. Wir haben aber hier alle Vorteile. Wir haben ein geschmiedetes Aluminiumrad, also extrem leicht und haben zusätzlich aber eine Carbon-Optik, weil heute sagt, cool, viele reden ja von diesen Carbon-Rädern. Ja, ich sag mal, Carbon ist noch nicht so ganz erforscht. Man weiß nicht, was passiert, wenn ich da mal gegen Bordstein fahre, was passiert mit so einem Rad. Und wir wollten aber diese Optik haben, dass es besonders ist, und wollten aber auch die Qualität haben. Deswegen ein geschmiedetes Rad, was extrem leicht ist und trotzdem die Festigkeit hat, die erprobt ist. Ich muss jetzt einmal hier kurz parken, Leute. Das machen wir gleich, wenn er warm ist, nochmal richtig. Okay? Alter! Oh, dieses Gefühl, auf die Autobahn zu fahren, Leute. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Es ist so richtig so. Oh, jetzt geht's gleich auf die Achterbahn. Und ich habe die Lenkung für die Achterbahn in der Hand. Ja, es ist sowieso noch kalt. Ne? Wir brauchen uns jetzt gar nicht zu freuen, Matthias. Wir können uns noch mal ganz kurz zurücklehnen und ein bisschen beruhigen. Ich finde wirklich, diese Lederarbeiten, die sind so krass. Das ist wirklich heftig. Wenn das Leder hat komplett quasi so eine zweite Schicht. Also es kommt das Leder, dann wird in das Leder dieses Muster reingemacht. Und dann ist da drunter eine Farbschicht, sozusagen ein weiteres Vlies unterm Leder, wo dann die Farbe durchscheint durch die Löcher vom Leder. Also das ist so schön gemacht. Dieser Anblick ist schon wirklich krank. Ne? Das hier kombiniert dann, wenn der... Aber auch wieder dezent, ne? Steht ja jetzt auch noch auf leise. Ja. Ja. Richtig gutes Zeug, hör mal. Ja, danke. Haben wir uns auch sehr viel Mühe gegeben und viele haben ja, wie du auch gefragt, warum nur 10 Autos? Ja, weil sie halt besonders auch sein sollen. Auch ein schönes, kleines, feines Detail gibt es auch nur beim Rocket und auch nur bei unseren Masterpiece-Autos. Ja, den Schriftzug nochmal mit dieser Umrandung dazu. Genau. Und das finde ich so mega, dass diese roten Akzente hier, die Umrandung und das wie sagt man denn, das korrespondiert. Das sind so kleine Details, die da rausstechen. Jetzt kommt halt gleich dieser Autobahntunnel und wir können nicht Gas geben, weil der Motor nicht warm ist. Also das Öl hat jetzt 82 Grad, aber ich kann nicht so einen Motor hier nicht so richtig durchgewärmt hart rannehmen. Das geht einfach nicht. Das mache ich einfach nicht. Aber vielleicht so ein bisschen. Hm? Also dritter Gang, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geht diese Hütte ab. Ey, das ist so krass, weil du weißt ja, ne?
wie so ein 639 PS AMG GT Viertürer Coupé geht. Das weiß ich. Und das ist so krass, wie der sich jetzt am Gaspedal schon so... Brutal, Junge. 87 Grad, Alter, das ist... Wir brauchen noch ein bisschen mehr Temperatur. Ein bisschen mehr Temperatur brauchen wir noch. Newtonmeter und Kilowatt. Wow! Junge! Junge, das ist Rocket! Alter! Das ist eine Offenbarung, Leute! Also, wir gucken mal ganz kurz. Kann der Kurven auch? Ja, kann er. Das Auto liegt super. Ganz entspannt. Ist ja auch nur eine Tieferlegung dabei. Ich glaube, 25 mm hat er gesagt. Kommt die Karosse runter. Ich finde, das steht dem Auto super. Sieht gar nicht prollig aus, sondern einfach nur, ich bin's. Deine Rakete. Dein Rocket. Was fährt die Hütte spitze? Leider nur 330 km/h. Nur 330, okay. Er könnte natürlich deutlich schneller fahren. Warum ist er begrenzt? Naja, also wir haben das Reifenthema. Ja. Das ist, also wir sind ja schon mit den Vorgängermodellen Rocket über 360 gefahren. Ja. Ja, also wirklich jenseits schon kurz vorm Abheben mit solchen Autos. Heute ist es aber so, die Autos werden natürlich immer größer, immer schwerer und es gibt natürlich auch Regelungen für Reifen, wie man Reifen entwickeln kann, mit welcher Norm. Und da ist einfach so, der Reifen, der uns ermöglicht, am schnellsten zu fahren, ist der Pirelli jetzt in dem Fall. Das sind maximal 330 km/h. Okay. Deswegen wird dort abgeregelt. Wenn wir so einen Vmax-Rekord machen, wie wir es damals in Nardo ja auch gemacht haben, gehen wir auf eine Teststrecke nach Nardo. Im öffentlichen Straßenverkehr mit einem Auto jenseits der 350, 360 zu fahren. Ja, also empfiehlt kann sich man nicht. Vielleicht nachts machen, aber... Ich sag mal, da müsste Fußball-WM sein im eigenen Land. Ja, und Deutschland müsste im Finale stehen, dann kann man das vielleicht mal versuchen. Ja. Aber ansonsten braucht man eine Strecke dafür und selbst so eine Strecke in Nardo, die wird dafür schon eng bei einem 2,4, 2,3 Tonnen Auto. Ja, das darf man nicht vergessen. Wir reden hier nicht von einem leichten Sportwagen jenseits der 2 Tonnen, ja, also unter den 2 Tonnen, sondern wir reden hier wirklich von einem Auto, was über 2 Tonnen wiegt. 100 auf 200. 50, 190, 200, 5,629. Mit einem 2,3 Tonnen Auto. Was ich so faszinierend finde, ist, wenn du in einem Gang, in diesem Fall im fünften Gang, durchbeschleunigst. Alter, das ist so krass. Und trotz nicht schalten, 6,9. Junge, 6,9, ohne zu schalten. Einfach nur drauflatschen. Und das Schöne ist, wenn du das designst, im fünften Gang, wir sind wieder bei 100. Du drückst drauf, drückst ein bisschen mehr. Ich finde das wirklich sensationell gemacht, wie dieses Auto am Gas hängt. Ja, du hast hier nicht irgendwie so laut schreien und dann so und dann wusch, sondern es ist wirklich. Du musst da wieder in die manuelle Gasse gehen. Fünfter Gang. Sollen wir mal Vmax gucken? 200, 220, 230, 240. Ich kann gar nicht mehr zählen. Jetzt sind schon 260. Und wieder rein in die Bremse. Aber entspannt, ne? Ich bremse noch gar nicht richtig. Das hier ist richtig. Und auch dann bleibt der total ruhig. Die wissen einfach, wie man es macht. Die machen, fassen alles an. Innenausstattung, außen, alles aus Carbon. Die Verbreiterung sieht mega aus. Ist wirklich im Detail, wenn du mit der Lupe hinguckst, richtig gut gemacht. Und einfach Fahrwerk, nee, brauchen wir nicht anfassen, ist perfekt. Genau so ist es richtig. Hier haben wir ein Auto, was gerade angefangen wurde zu zerlegen. Ach, das wird gerade zerlegt? Das wird gerade zerlegt. Also das kann man sehen, das ist relativ am Anfang, die Scheinwerfer sind raus. Ja, da sind noch die originalen Türen drin, die werden nachher auch noch ausgebaut. Wieso müssen die Türen auch verändert werden? Nee, Autos werden ja oft auch umlackiert, wenn wir den jetzt in Stealth Grey machen. Ja, und der wird jetzt hier komplett zerlegt. Dann geht er zum Karosseriebau hinten, weil ja diese Radpartie hier hinten, der Radlauf, der wird dann komplett geändert, um die breiteren Räder zu fahren. Der wird jetzt erstmal auseinandergenommen. Genau. Schön, ein neues Auto komplett auseinandernehmen. Das ist schon krank. Wie fühlen sich jetzt 900 PS an? Wenn du im fünften Gang, im sechsten Gang beschleunigst, dann fühlt sich das so an wie bei anderen Autos im ersten oder vielleicht im zweiten Gang. Also mit einem Auto mit 300 PS oder sowas, Beschleunigung im zweiten Gang reißt dir alles weg. Ja, oder meinetwegen 400 PS.
Und so fühlt sich das im vierten, fünften Gang bei dem Auto immer noch an. Das ist einfach nur, das ist so Never-Ending-Beschleunigungs-Arie. Ja? Du sitzt hier drin und es geht immer weiter, 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 weiter. Und du denkst dir nur, aus dem Weg, Geringverdiener. Oder wie hat der Robert Geist nochmal gesagt? Alter, das ist so krass. Also die Drehmomentanzeige ist sensationell. Die geht nämlich nur bis 999. Wir haben aber 1050. Sollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir voll reinlatschen? Ah, 962. Und dann geben drei Striche. Wenn es über 999 Newtonmeter sind, dann zeigt er einfach drei Striche an. Feuer. Ich glaube, ich hatte gerade Wheelspin. 5,509. Alter. So, und jetzt einmal VMAX, Leute. Autobahn ist frei. Fast kein Verkehr. 210. Heckflügel steht stabil im Wind. Flimmert nicht, wackelt nicht. GPS sagt 280. Tacho sagt fast dasselbe. Jetzt 300. GPS auch 300. Also das geht einfach nur ganz genau. 315. 315. Und ich bremse runter auf 240 und es ist alles in Ordnung. Junge, das ist krass, wie dieses Auto geradeaus hämmert auf der Autobahn. War eine leichte Kurve, aber wie entspannt das ist. Wir sind jetzt im Race-Modus, aber es fährt sich ganz normal. Es ist ja auch nicht hart jetzt. Ihr seht das ja, ich sitze hier drin. Serienfahrwerk. Nur, dass er halt bei den hohen Geschwindigkeiten, das ist eine ganz, ganz wichtige Änderung, er ist jetzt schon tiefer. Normalerweise senkt sich der AMG noch ein bisschen ab, wenn er ab einer gewissen Geschwindigkeit geht er noch einen Tacken runter. Das macht er jetzt nicht mehr, weil sonst wird es irgendwann machen. Deswegen setzt er sich nicht mehr noch weiter runter rein, weil er sonst eben auf dem Boden wäre. Das haben sie rausprogrammiert quasi. Ja, also der ist jetzt in dem Fall umlackiert schon in Stealth Gray. Motor ist raus, befindet sich gerade im Motorenbau. Hallo, guten Tag, wo bist du, Schatzi? Wo ist dein Getriebe? Da ist alles raus, da muss auch alles raus. Wo ist denn der Motor? Haben die Kollegen... Da hinten, oder? Auf dem Tisch hier vorne. Das ist der Motor, der nachher ins Auto kommt. Der kam jetzt aus dem Motorenbau zurück. Ja, also man sieht hier komplett Antriebspaket mit der Kühlung schon vorne drin. Ist ja bei dem V8-Motor ist es ja so, dass bei dem 4 Liter, dass die Kühlung vorne direkt am Motor sitzt. Die Turbolader sind jetzt verschlossen, damit da natürlich auf keinen Fall irgendwie nur ein kleines Teilchen reinkommt. Eine Maus reinklettert und da übernachtet. Platz hätte die genug da drin, aber das wollen wir ja nicht haben. Getriebe ist schon dran. Als nächstes kommen dann die Katalysatoren dran. Weil wenn du einen Katalysator beim GT63 wechseln musst, dann musst du den Motor sowieso ausbauen. Das heißt, wir müssen erst die Katz dran bauen, dann den Motor rein. Kann man nicht mehr nachträglich machen. Ja, geänderte Turbolader. Ja, und den Rest sieht man von außen halt nicht. Ne? Sehr gut, so jetzt gucken wir jetzt das Auto mal an. Also der kommt jetzt quasi da rein. Da rein. Der Fahrschemel wird von unten eingesetzt. Ja, und dann wird alles angeschlossen. Kabelbaum, Katalysatoren, natürlich nach hinten hin, vorne die ganzen Kühleraggregate werden angeschlossen. Und dann kommt nachher diese Traverse, wird dann wieder angeschlossen mit den Scheinwerfern. Das ist jetzt alles komplett zerlegt. Ja. Die lassen wir drin, weil wir den Motor schön von unten montieren können. Ja, Innenausstattung ist hier in dem Fall auch komplett raus. Schön, dass die Tür noch nicht wieder drin ist. Kann man dann wirklich sehen, wie weit wir so ein Auto zerlegen. So, wenn ihr so einen AMG GT4-Türer habt, ne? So sieht der aus, bevor er dann zu euch kommt. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn, Leute. Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, Leute. Weil irgendwie das geht, ne? Wir fahren 180 und das sind die Bewegungen, die mein Körper macht von Zero Gas. Ich bremse nicht. Auf Vollgas. Bei 200 mittlerweile. Bei 200 km/h macht mein Körper diesen hier, Leute. Der Druck! Wisst ihr, was jetzt kommt? Das Schöne ist, hier ist wirklich niemand. Wir stören hier niemanden. Ah! Ah! Oh! So muss ein AMG klingen. So und nicht anders. Ha ha ha.
Alter, das ist ja total krass. Also so, Boah, Alter, das ist die krasse Beschleunigung. Ja, sie meinen, dass der oberhalb von 200 krass geht, das haben wir jetzt gesehen, aber das ist ja der Wahnsinn. Jetzt mal ohne Quatsch, da haut sie ja die Nudel raus. Das Gehirn haut sie aus dem Kopf raus. Hier, von 50 bis 100, Junge. Boah, Alter, da musst du richtig hier anspannen. Und das Krasse ist wirklich, dass das hier so easy geht. Immer noch jetzt. Ab 280 hat er 984 Newton, jetzt hat er wieder mehr. Junge. Alter. Junge, was ist das für ein Auto? Ja, eigentlich ist das ja gar kein Auto. Er ist eine Rakete. Deswegen heißt er auch so. Brabus Rocket 900. Wenn du bei 330 ankommst, wirst du wahrscheinlich wie gegen so eine Wand fahren in den Begrenzer rein. Weil das so krass ist, weil die Karre so heftig schiebt. Und ich meine, ihr habt es ja jetzt gesehen, ich nehme ihn wirklich ran. Ne? 37,7 Durchschnittsverbrauch. Ah, 37,6, weil ich jetzt nur noch 160 fahre. Alter, 160 fahren ist wie mit anderen Autos mit 90 über die Autobahn eiern. Und ihr habt den komplett schon lackiert? Der ist jetzt schon komplett umlackiert, der war vorher schwarz. Da sind die Türen, Motorhauben, Kotflügel, schönes Puzzle. Ja, und das sind halt alles auch, die Kotflügel kann man hier auch schön sehen, ich kann den auch gerne nochmal zeigen. Also ich kann den jetzt wirklich mit einer Hand so halten, also bitte, Matthias. Soll ich vorsichtig sein, oder? Ja, so ein Bauteil kostet schon ein paar tausend Euro, das darf man nicht vergessen. Ne? Also das ist wirklich das gleiche Material, was die Formel-1-Teams verwenden in dem Fall. Ja. Also kein normales laminiertes Carbon, sondern wirklich eins aus Prepack. Ach so. Im Oklaven gebacken wird auch. Ja? Also wirklich höchste Festigkeit und höchste Leichtigkeit. Ist auch tatsächlich vom Lackbild her sehr, sehr gut. Oft sieht man da normalerweise auf den Carbon-Teilen diese... Ja, die Struktur von dem Carbon. Ja, ist nicht ganz einfach, auch wenn man so Klarlackteile hat im Carbon, auch schon sieht man das auch oft, dass die Struktur durchkommt. Da haben wir auch lange dran geübt, dass man diese glatten Lackflächen hinbekommt, auch auf Dauer. Ihr wisst ja, dass ich nicht so ein mega krasser Tuning-Freund bin, aber ich weiß, dass dieser Motor komplett mit klassischen Tuning-Maßnahmen, also wirklich das Innerste vom Motor, alles wurde geändert und außenrum die Peripherie natürlich auch mit den Turboladern und so weiter und so fort, Software. Und da kommen dann halt 900 PS raus. Und wie du hier merkst, 900 PS werden so gehandhabt, dass das funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendeine Motorleuchte angegangen wäre oder sonst irgendwas. Obwohl ich das Auto wirklich rannehme, dieses blöde Gas geben, dieses üt, das ist halt auch nicht so, dass da jede Software mit da kommt, muss man ganz offen mal ansprechen. Und dieses Rannehmen, ständig 300 fahren, wieder runter auf 100 und so weiter und so fort, das kann nicht jedes Auto. Und Brabus gibt 100.000 Kilometer Garantie auf diesen Motor. 100.000. Und das kannst du nicht machen, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass dieses Auto das auch macht. Und so ist Tuning für mich okay. Ja? Hier sieht man dann wieder den nächsten Rocket, jetzt in dem Fall in schwarz-matt. Ja, mit sehr viel Metallic-Anteil drin, was man da so sieht. Wirkt fast grau, je nach Licht. Und in dem Fall dann... Und das ist auch Carbon? Das ist auch Carbon, das ist komplette Carbon-Schürze. Dieser Kotflügel, wie breit der ist. Bremse passend dazu. Ja, es muss ja alles stimmig sein. Junge, das ist schon auch krass, ne? Hier arbeiten die Kollegen gerade am Einbau der Innenausstattung. Rücksitzbank wird gerade schon mal probeweise eingebaut. Armaturenbrett ist schon drin. Ich finde das Wahnsinn. Ich finde es wirklich krass. Ja, aber so kann sich jeder Kunde ausleben, ne, was er haben möchte. Also wirklich nach seinen Vorstellungen. Mit so einem Auto fährt man auch anders. Ne? Du weißt, dass das irgendwie so ein Präzisionswerkzeug ist. Und dann legst du auch den Gang irgendwie anders ein und du nimmst das Lenkrad anders in die Hand und irgendwie ist das alles, du versuchst dich halt anzupassen an dieses Präzisionswerkzeug. Ne? Das Gehirn kommt nicht mit, ganz ehrlich.
liebe dieses Spielen. Kostet jetzt alleine der Motorumbau? Kann ich den Motor quasi auch in meinem normalen AMG GT4 Touring haben? Wir bieten ihn so zurzeit nicht an, den Motor. Er ist wirklich dem Rocket vorbehalten. Aber für so einen Motorumbau reden wir um die 90.000 Euro. Also ich finde halt so Sleeper so geil, ne? Dass man sagt, okay, wir machen jetzt dieses Teil auf 900 PS und er sieht aber normal aus. Der normale Flügel hinten drauf, keine Verbreiterung. Klar ist, dass das ist Wahnsinn, ne? Einer von 10 Autos weltweit. Einer von 10 Autos. Das ist schon eine heftige Nummer. Aber ich finde halt, wenn du damit auf der Autobahn unterwegs bist und du weißt, dass du 900 PS hast und 1050 Newtonmeter und du hast 500.000 Euro auf den Tisch gelegt für dein Auto, obwohl es wird ja dann sogar günstiger werden. Das ist es ja sowieso. Dann muss ich ja nur den AMG GT 4-Türer 4-Matic Plus kaufen, Coupé, für 250 volle Hütte und dann für 90 den Motor machen lassen. Machen sie momentan nicht, aber ich gehe davon aus, dass wenn du ihnen 90 überweist, dass sie das dann machen. Und dann hast du halt für 350 oder 340 oder sowas, hast du dann halt den Monster Sleeper. Machen wir so? Würde ich sagen, oder? Eine Sache, die ganz interessant ist, wir haben hier ja exakt doppelt so viel Leistung wie im M2 CS. Der M2 hat tatsächlich 450 PS und dieser Kollege hier hat 900 PS. Fühlt sich das jetzt auch doppelt so krass an? Spontan, erster Gedanke, ja. Den M2 CS, das ist halt einfach ein Sahneschnittchen an Fahraktivität, an Präzision, einfach ne, Heckantrieb, Handschalter, 450 PS purer, geht nicht. Das hier ist halt so ein rundum sorglos Bamser Rocket. Das ist so, wie wenn du 30 Milliarden Euro erbst. So fühlt sich das in dem Auto hier zu sitzen, weil alles, es ist für alles gesorgt. Ja? Und der M2 ist eine Fahrmaschine und da ist dieser Beschleunigungsvorgang, der findet noch statt. In dem Auto hier ist es so, das ist kein Beschleunigungsvorgang, das ist einfach nur so, boom, 1, 2, 3, 4, 5 und wir fahren 200. Und das ist halt krank. Und das ist ein anderes Level von der Beschleunigung. Das Auto ist viel, viel schwerer und lange nicht so fahraktiv wie der M2. Die Beschleunigung vom M2, die findet noch statt. Die ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig kraftvoll. Und dieses Auto reicht mir bis an mein Lebensende aus mit Leistung. 100%, ich schwöre ich euch. Und das hier geht halt alles 1000-mal so schnell. Und das ist eigentlich total unwirklich und unverständlich und nicht beschreibbar, weil es eben so, so schnell geht. Ich bin jetzt ein paar Minuten gefahren, hatte die Kamera nicht an, bin dann so vor mich hingefahren einfach. Und dann ist mir aufgefallen, wie krass das eigentlich ist, wenn man halt ganz normal fährt und dann beschleunigt. Und das ist tatsächlich, da habe ich mir dann wirklich so gedacht, du denkst dir ja immer so, ja gut, dann nennen die den Rocket und dann ja, Rakete und das geht ja so schnell und so. Aber mir ist tatsächlich der Gedanke in den Kopf geschossen, okay, das ist wirklich raketenartig. Deswegen habe ich die Kamera jetzt nochmal angemacht und gesagt, so ja, okay, das müssen wir irgendwie versuchen, im Bild festzuhalten. Ihr seht den LKW, wie schnell der weg ist und wie schnell wir jetzt bei diesem weißen Auto da sind. Der war irgendwie, keine Ahnung, der war 3 Kilometer entfernt und guck mal, wie klein das ist. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich habe jetzt halt nicht 3000 Kameras hier drin. Aber dieses Auto, was eben so ein Stück hinter mir war, das ist jetzt einfach weg. Ich sehe es nicht mehr. Und das ist wirklich dann raketenartig. Es ist einfach so. Das ist der Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist. Und ich kann euch den jetzt einfach erzählen. Bei YouTube geht das. Bei Grip würde es nicht gehen. Da würde ich es euch vielleicht in der Insta-Story danach erzählen oder sowas. Aber das ist krass. Es ist wirklich so. Also, liebe Freunde, das war unsere kleine Brabus-Reise. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir die 900 Pferdchen auszuführen. Herr Matthias ist leicht dizzy im Kopf und ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Also, hab euch lieb, danke fürs Zugucken, Leute. Tschüss, viel Spaß, legt euch wieder hin. Ciao.